Warnung vor schwerem Sturm. Am Donnerstag erreicht uns ein kräftiges Sturmtief. Besonders im Norden und in der Landesmitte kann es gefährlich werden. Los geht es bereits in der Nacht zum Donnerstag. Die Windspitzen erreichen meist 80 bis 100 Kilometer pro Stunde. Die stärksten Windböen gibt es wahrscheinlich während dem Durchzug der Kaltfront des Tiefs. Dann sind bei kräftigen Niederschlägen sogar einzelne orkanartige oder Orkanböen möglich. Am Vormittag lässt der Wind nur kurz etwas nach. Ab den Mittagsstunden wird der Sturm schon wieder stärker. Dann gibt es verbreitet Spitzenböen über 100 Kilometer pro Stunde. In kräftigen Schauern und Gewittern sind auch im Flachland Böen über Tempo 110 nicht auszuschließen. An der Nordsee und in den Bergen erreichen die Windböen volle Orkanstärke bis 130 km pro Stunde oder mehr. Erst in der Nacht zum Freitag lässt der Sturm langsam nach. Hier noch ein paar Tipps für den kommenden Sturm. Meiden Sie am Donnerstag Wälder und Baugerüste. Sichern Sie am besten Gegenstände im Garten, die wegfliegen können. Halten Sie bei Sturm Fenster und Türen geschlossen. Zudem muss man mit Einschränkungen im Verkehr rechnen. Noch brisanter sieht der Freitag bzw. die Nacht zum Samstag aus. Dann rauscht ein noch stärkeres Sturm- oder Orkantief über uns hinweg. Allerdings sind die Unsicherheiten aufgrund der dynamischen Lage noch hoch. Die Wettermodelle berechnen das Windfeld mit den stärksten Böen mal im Norden, mal im Westen und mal im Osten des Landes. Auch der zeitliche Ablauf ist noch unsicher. Wenn es allerdings so kommt, dann droht eine schwere Orkanlage mit einigen Schäden. Wir halten Sie auf jeden Fall auf www.wetteronline.de oder in unserer App auf dem Laufenden.